Truth News? Truth News. So you win again. Wobei dieses siegessichere Lächeln Frau von Wagner zurzeit noch völlig unangebracht erscheint. Dennoch kann ich ausgleichen, ja, meine Damen und Herren. Es ist 6.21 Uhr. Hier ist 105 im Spreeradio am Freitagmorgen. Unter die Tanne. Ho, ho, ho. Oder in die Tanne. Das 105 im Spreeradio. Jochen und ich haben zwei Wochen lang abwechselnd Weihnachtsgeschenke vorgestellt und die Berliner auf der Straße haben entschieden, ist das was, was unter die Tanne gehört oder eher in die Tonne? Ja. Im Moment steht es 6-5 für mich. Ja. Das heißt, Jochen könnte noch zumindest ausgleichen. Ja, und deswegen gehe ich heute auf Nummer sicher, da kann gar nichts schiefgehen, da brennt nichts an, wie der Fachmann sagt. Und ich habe mitgebracht das heißeste Geschenk des Jahres, meine Damen und Herren. Ein Geschenk, das eigentlich auch kaum aufzutreiben ist, weil es so viele Menschen haben wollen. Das geht ja schon mal gut los. Ja. Hätte ich das nicht sagen sollen? Also es gibt es fast okay, nicht. Okay, es ist eine sogenannte P-Trumpet. Also P wie Plastik. Es ist eine Kunststofftrompete. Aha. Dieses wunderschöne Teil hier. Ja. So, jetzt kannst du nicht meckern. Also, es sieht, sieht ganz cool aus, muss ich leider sagen. Ja. Blau, schwarz, diese Trompete hier. Und das Verrückte ist, es ist kein Spielzeug, sondern es ist tatsächlich ein echtes Instrument. Aha. Ah, das heißt, wenn ich das verschenke, derjenige spielt dann auch darauf. Das heißt, ich muss für mich auf jeden Fall Oropax oder einen Tranquilizer mitbringen. Das wäre ganz gut, aber deine Kinder hätten direkt einen wunderbaren Zugang zur Musik mit einem fantastischen Instrument. Mhm. Wenn sie dir das nicht wert sind, dann musst du das nicht machen. Was kostet sie? Nein, sie kostet mittlerweile, das ist etwas erschreckend, 179 Euro. Aber man muss tatsächlich sagen, es ist kein Spielzeug, es ist ein Instrument. Mhm. Und es klingt auch ähnlich wie Brass, also ähnlich wie tatsächlich metallene Blasinstrumente hier. Ich will das nur wissen, um es einordnen zu können. Und das Gute ist, sie wiegt so gut wie gar nichts. Man kann die mit in den Koffer nehmen, wenn man mal irgendwo hinfliegt oder so und kann dann üben. Und sie verbeult nicht, wenn sie mal umfällt oder so. Das ist ganz wichtig bei Trompetern. So. Okay. Und wie gesagt... willst du mal was spielen? Ja, los. Dann ja, los. Komm. Oh, ein herrliches Fest wird das, wenn man das Ding verschenkt. Ja, warte. Sie klingt auf jeden Fall fast wie normal Brass. Ja. So. Jochens Augen leuchten diese, jeden Fall. Diese P-Trumpet. Ja. Wir haben es ja fotografiert. Ich habe es gerade getwittert auf unserer Twitter-Seite von Spreeradio. Und ich war auf der Straße jetzt unterwegs. Bin ich gespannt. Das sagen die Berliner. Weil es hässlich ist und Plastik und ich verabscheue Plastik. Schaut gut aus, ja. Na, super. Ist mal was anderes von der Farbe her. Ist doch auch gut. Ich glaube nicht, dass man da ein gutes Konzert drauf spielt. Doch! Sieht blöd aus. Das ist wie eine Trompete, aber doch nicht eine Trompete. Was? Das Material ist auch blöd. Was? So, Berlin hat gesprochen. Berlin hat gesprochen. Das waren ja alles Taube und welche mit einer Plastikallergie, die du hattest, Mensch. In die Tonne! In die Tonne! Tut mir leid. Oh Gott! Ich habe gewonnen! Oh, hör mal, wie gemein! Ja, so. Wolltest mich in meinem Stadion schlagen, ja, was? Ja, verloren. So. Wer hat gewonnen? Nein, wer hat gewonnen? Wetteinsatz gibt es hier keinen, doch, oder gab es ja keinen? Was gibt es denn für einen Wetteinsatz? Ich will, dass du mir auf dieser schönen Plastiktrompete Stille Nacht, Heilige Nacht. Pustest. Sag mir eine Uhrzeit. 6:50. Trust versaut Weihnachten, 6:50. Pustet Stille Nacht, Heilige Nacht. Yeah. Na gut, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, ganz genau. Ja. Dam, 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 dam. Ja, wir gehen auf anderen Wegen. Ja. Es ist Freitagmorgen. Burani. Du wirst gehen. Truth News. Täglich bei Jochen Truth am Morgen und auf spreeradio.de.